Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. 1. Johannes 3,1. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen, wenn wir es dann auch sind. Römer 8, Vers 15 begründet für uns Menschen die Vaterschaft Gottes durch den Geist, den der Mensch empfangen hat. Die Juden kennen zwar auch ein Gebet mit den Inhalten eines Vatergottes, aber sie benutzen es im übertragenen Sinne für die Fürsorge Gottes. Römer 8, Vers 15. Sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Dies geschieht nur durch einen Bund, den Christus mit seinem Blut für uns gemacht hat. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird, sagt Jesus. Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. In 2. Korinther 5, Vers 17, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehst du es? Neues ist geworden. Aber das alles ist von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben hat, dass die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen, also lasst uns Kinder Gottes sein, Söhne Gottes sein mit Gott. Lasst euch versöhnen mit Gott, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Jesus lehrt also mit diesem Gebet eine Vater-Kind-Beziehung. Und somit erkennt man, dass das Vaterunser kein Aufsagegebet ist. Man kann das Vaterunser also nicht beten, wenn man nicht ein Kind Gottes ist. Sonst bliebe dieses Vaterunser-Gebet nur ein Gedicht. Und bei manchen sogar leider eine spirituelle magische Handlung, um sich selbst zu erheben zu jemandem, der man gar nicht ist. Gott, der Vater. Die Schriftgelehrten und Pharisäer bemerken dies und sind erzürnt oder sind mit dieser Hoffnungsbotschaft angesprochen. Und auf keinen Fall halten sie Jesu Vaterunser-Lehren für eine Metapher. Wie man sie sonst im Alten Bund vorfindet, wenn Gott als Mutter oder Vater seines Volkes Israel betitelt wird. Im Vaterunser stellt Jesus, also Gott als Vater vor, ein Hinweis auf das neue Sein des Menschen. Einen Menschen, der mehr ist als Johannes, also größer ist als ein Prophet, ja größer ist sogar als der Wegbereiter für den Messias. Jesus stellt in Person dar, was er mit dem Evangelium des Reiches Gottes verkündigt. Und nur durch ihn ist die Sohnschaft zu Gott möglich. Durch sein Versöhnungswerk am Kreuz gründet sich erst diese unglaubliche Behauptung, dass Gott der Vater einer neuen Menschheit sein kann. Denn es hat Gott gefallen, alle Fülle in ihm wohnen zu lassen und durch ihn alles zu versöhnen, zu ihm hin, sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Solch ein Mensch, der den Namen Gottes trägt, ein Vater im Himmel hat, heiligt den Namen Gottes, weil er durch Gott den Vater, durch diesen, seinen Geist gezeugt ist. Aus demselben Geist wie Jesus. Johannes 1, 13. Die nicht aus Blut und nicht aus Fleisches, nicht aus Manneswillen, sondern aus Gott gezeugt sind. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Amen.